Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Gerade Mittagspause, am Anfang der Mittagspause einen Raid gemacht. Matthias, lief ganz gut mit den üblichen Verdächtigen hier in Untervörgling. Echt lustig immer. 19:14 war okay, mein bester. Also gestern waren wir kurz auf Tour. 19:23, leider nicht bekommen, wären 96er gewesen. 15 Angriff. Werfen habe ich jetzt langsam raus, also mein bester ist jetzt momentan 19:17. 93, 15 Angriff. Hoffe natürlich noch auf ein bisschen besseren. Gerade den hier gemacht. Letzter Wurf, letzter Ball drin geblieben. Das war schon geil. Ansonsten gibt es ein paar Neuigkeiten. Ein bisschen gemunkelt, ihr wisst, die Straßen munkeln immer. Muss mir hier erstmal was zu essen holen und dann gehen wir über die News, was so gemunkelt wird auf der Straße. Kann sein, dass, wenn ich das Video heute Abend hochlade, das kein Gemunkel mehr ist, sondern irgendwie bestätigt. Also schauen wir mal. Aber bisher ist es nur gemunkelt. Quest auch noch erledigt. Hab mich, Moment. So wahrscheinlich. Hab mich kurz hier reingestellt. Quest geht 10 Stops für eine gelbe Birne. Ich wollte hier über die Neuigkeiten reden, aber die Straße ist glaube ich ein bisschen zu laut. Gehen wir doch woanders hin. So. Am Abend ist es jetzt zu Hause angekommen, hab versucht da irgendwo zu drehen, noch während des Tages, im Verlauf des Tages, aber jedes Mal, wenn ich drehen wollte, kam der Wind, also es ist echt zu windig, fliegt so eine Fliege herum, aber überraschenderweise ist seit heute Mittag, nichts von Niantic angekündigt worden, deswegen können wir jetzt noch in Ruhe drüber reden, und wahrscheinlich, während ich das Video hier hochlade, kommen die News oder so, also es gibt zwei Sachen, die jetzt vor ein paar Tagen oder gestern, vorgestern aufgetaucht sind. Und die Gerüchteküche brodelt, man munkelt auf den Straßen und verbindet die zwei Sachen. Was sind diese zwei Sachen? Erstens, am 10.04., das ist übrigens morgen, soll ein Kanto-Event stattfinden. Zur Feier von, keine Ahnung, irgendwas mit Kanto halt. Und diese Nachricht ist irgendwie voll untergegangen. Die haben es irgendwie getwittert oder irgendein Post habe ich gelesen und auch ein paar E-Mails gingen raus, aber irgendwie nicht an jeden. Und da haben die es halt beschrieben, 10. April, großes Kanto-Event und man weiß noch nicht genau, was da kommen soll. Man dachte eigentlich, heute wird es bekannt gegeben, weil heute ist der 9., morgen ist der 10. Also wenn morgen irgendwas passiert, dann wahrscheinlich so wie immer ab 21, 22 Uhr bei uns. Aber überraschenderweise heute noch nichts. Ich denke mal spätestens morgen Nachmittag. Und dann die andere Neuigkeit, und zwar wurden neue Sprites gefunden, das sind die Modelle, die Grafiken und so bla bla, von den meisten Shiny Pokémon, ich blende hier ein paar Sachen ein. Bisschen verwirrend ist, dass zum Beispiel, keine Ahnung, von Glumanda und Glutexo gefunden wurde, aber Glurak noch nicht, oder Tanzer und Fostelka aber nicht, also die Shiny Variante. Und ihr wisst ja, am Wochenende Sonntag, also gestern, ging dieser April-Scherz zu Ende mit der 8-Bit-Grafik. Viele haben es gehasst, viele haben es gefeiert. Auf jeden Fall ist das zu Ende. Und dann, als die alten Grafiken wiedergekommen sind, haben manche Leute ein paar Veränderungen bemerkt. Ein paar Pokémon sahen ein bisschen anders aus. Ich habe hier Panzerwiese und Vulpix-Nest. Ich habe es direkt an Vulpix erkannt. Sah irgendwie ein bisschen anders aus. Und jetzt kommt das Gemunkel. Bei jedem C-Day, kurz davor, ein paar Tage davor, wird das auch geändert, die Grafik von dem Pokémon, das dann am Wochenende, am C-Day, eine Shiny-Variante bekommt. Ganz gut hat man es gesehen dann bei Dragoran. Weil damals, bei Dragoran wusste man ja noch nicht hundertprozentig, dass der Shiny kommt. Bei Pikachu hat man es halt nicht gemerkt, weil den gab es davor auch schon Shiny. Und dann hat man gemunkelt, kommt jetzt Shiny Dratini oder nicht. Und ein paar Tage davor sah dann Dragoran, ich glaube die Nacht davor oder ein, zwei Tage davor, sah dann Dragoran bisschen anders aus. Und dann kam am Wochenende Shiny Dratini. Dasselbe gilt für Bisasam. Sah dann den Tag davor ein bisschen anders aus. Und dann kam Shiny Bisasam. Selbes gilt jetzt auch für Voltilam. Und selbes gilt jetzt für die meisten Pokémon, inklusive den meisten von Gen 1.
Deswegen haben manche das jetzt zusammengelegt und denken, dass morgen am 10. mit diesem Kanto-Event alle Kanto-Pokémon als Shiny-Variante kommen werden. Mal schauen. Ist nicht mehr lang hin. Müsste eigentlich, wenn, vielleicht sogar heute Abend noch bekannt gegeben werden. Ich hoffe jetzt echt nicht, während ich das Video hochlade. Schreibt in den Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn jetzt auf einmal alle Shinies oder zumindest von Gen 1 kommen würden. Weil bisher haben die es ja echt immer Stück für Stück, ein nach dem anderen, immer für irgendwelche speziellen Events, Ereignisse aufgehoben und dann veröffentlicht, als so ein kleines extra i-Tüpfelchen, um irgendein Event nochmal ein bisschen zu salzen, ein bisschen interessanter zu machen. Und wenn die das jetzt alles raushauen würden, dann meinen die meisten, dass Niantic ihr ganzes Pulver verschießt und dann nichts mehr hätte. Ich denke, die haben danach immer noch genug Pokémon. Weil es kommen ja immer mehr Gens dazu und es kommt ja bald Gen 4 sogar. Also irgendwann müssen die ja alles raushauen. Ich kenne das ja selber, ich habe immer noch Pokémon, die juckt halt keinen mehr von Gen 1. Die muss ich eigentlich auch noch so pushen und sowas. Zum Beispiel, wen juckt jetzt noch? Keine Ahnung, was habe ich noch übrig? Aber ihr wisst, was ich meine. Die muss ich eigentlich auch irgendwann mal Max pushen, habe ich mir auch ewig aufgehoben. Und die muss ich auch alle raushauen. Also ich kann Niantic schon verstehen, dass die jetzt alles auf einmal raushauen wollen. Aber wie gesagt, wir werden es spätestens morgen sehen. Ich habe reingeschaut, da waren echt ein paar coole Shiny-Varianten dabei. Aber ansonsten, die meisten sind halt grün oder rosa-lila. Da ändert sich echt nicht viel. Aber zum Beispiel Glurak, der sieht echt krass aus. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass morgen alle Gen 1 Shinies kommen werden. Und schreibt rein, welches euer Lieblings-Shiny sein wird. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.